44 Treffer zählt die offizielle Torsammlung von Fußballlegende Toni Polster mit der österreichischen Nationalelf. 3 zu wenig, wie er und seine beiden Anwälte meinen. Denn die Treffer aus 3 Teamspielen in den Jahren 1984, 1987 und 1988 erscheinen nicht in der Bilanz auf. Laut ÖFB sind sie in inoffiziellen Begegnungen gefallen. Toni geht dagegen nun gerichtlich vor. Meine Leistung soll auch anerkannt werden. Konkret geht es um die Partie gegen Liechtenstein am 7. Juni 1984 und das Spiel gegen Tunesien am 7. Februar 1987 und die Begegnung mit Marokko am 2. Februar 1988, in denen der Austrianer insgesamt 3 Treffer erzielt hatte. Doch diese scheinen nicht in der offiziellen Länderspielbilanz auf. Dort wird Polster mit offiziell 44 Toren an oberster Stelle geführt. Weil aber Marokko und Tunesien diese Spiele sehr wohl in ihren Statistiken führen und auch Liechtenstein dies bis zu einer Korrektur im Jahr 2021 tat, pocht Polster auf die Anhebung der geleisteten Tore auf 47. Die Spiele seien im offiziellen Nationalteamdress und nach Abspielen der Nationalhymne mit einem FIFA-Schiedsrichter durchgeführt worden, so die Juristen. Ich habe die Tore einfach gemacht, gesteht Polster nach der ersten Verhandlung, dass ihn die fehlende Anerkennung für die 3 Treffer immer schon gestört hätten. Die ÖFB könnte die Statistik einfach ändern, das täte niemandem weh. Im Fußballbund, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Korn, sieht man das anders. Wir haben kein Interesse daran, uns in einem Justamentsstandpunkt gegen einen großen Sportler zu stellen, sagt ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer. Aber die Bedingungen für eine Anerkennung sind leider nicht erfüllt. Man habe diese Partien damals bei der FIFA als nicht offizielle Spiele deklariert. Herr Rath tastete in der ersten Tagsatzung die Bereitschaft für einen Vergleich ab. Erfolglos. Das Beweisverfahren ist überschaubar. In erster Linie gilt es jetzt, Rechtsfragen zu klären, legt der Richter den Verhandlungsfahrplan fest. Wie auch immer der Richter in dem juristischen Neuland entscheidet, es ist davon auszugehen, dass der Fall in die nächste Instanz geht. Seid ihr wahnsinnig?